beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I am too young to understand. They say I'm caught up in the dream. Life will pass me by. Assim, wieso rennst du überhaupt? Herr Meier kommt doch eh zu spät. Ist Herr Meier schon da? Keine Ahnung, aber langsam ist es echt spät. Sollen wir mal gucken gehen? Ja. Wo ist Herr Meier? Leute, ich glaube, Herr Meier ist gar nicht hier. Hat Herr Meier uns irgendwelche Hinweise gegeben in den letzten Stunden? Wir haben jetzt keine 20 Punkte minus. Ach, nö. Leute, das bringt uns alles eh nicht weiter. Ey, Leute, wir müssen die Polizei rufen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer Sonderausgabe der Tagesschau. Soeben erreichte uns die alarmierende Nachricht, dass am Friedrich-Hecker-Gymnasium ein Lehrer vermisst ist. Seit Freitagmorgen ist der Erdkundelehrer Wolfgang Meier verschwunden. Uns erreichte der Notruf seines Erdkunde-Vierstünders. Live vor Ort ist unsere Außenkorrespondentin Amelia Asadi. Danke ans Studio. Ich bin hier live vor Ort am Lehrerzimmer des Friedrich-Hecker-Gymnasiums, um die Suche nach Herrn Meier vor Ort zu begleiten. Ich bin nun hier mit Beat Fürst, einer der besten Schüler des Erdkunde-Leistungskurses am Friedrich-Hecker-Gymnasium. Beat, informieren Sie uns über den aktuellen Stand der Suche. Also, wir waren ganz entsetzt, dass Herr Meier gar nicht in den Unterricht gekommen ist. Denn er kommt nie zu spät und ist sehr zuverlässig. Er macht auch den besten Unterricht, deswegen haben wir uns echt Sorgen gemacht, dass er nicht gekommen ist. Deswegen haben wir die Polizei angerufen und denen das erzählt und die haben gesagt, ja, wir kümmern uns drum. Aber ja, er kam irgendwie immer noch nicht. Also sind wir auf die Idee gekommen, die Lehrer zu befragen. Wird er schon gefilmt jetzt? Herr Kaiser, wie ist Ihr Verhältnis zu Herrn Meier? Furchtbar. Herr Brüstler, dürfen wir Ihnen kurz ein paar Fragen stellen? Ja,
Ihr Kollege Herr Meier wird vermisst. Emil Röck? Ja. Nein, Herr Meier. Ich bin Spiegel-Online-Junkie. Das ist schön und gut, aber hilft uns leider auch nicht weiter. Sagen Sie uns doch, was Erdkundelehrer machen, wenn sie in der Schule sind. Staubsaugen, Fenster putzen, Mülleimer leeren. Wenn Sie Herr Meier mit einem Wort beschreiben müssten, welches wäre es? Hoffnungslos. Herr Dreher, hätten Sie kurz Zeit, ein Kollege wird vermisst. Es geht um Leben und Tod. Nein. Wie bereitet Herr Meier seinen Unterricht vor? Gar nicht. Wie haben Sie Herr Meier kennengelernt? Übers Internet. Was macht Herr Meier, wenn er in der Schule ist? Er schläft. Meistens. Wirklich? Wo tut er das? Auf dem Boden. Oder halt wirklich auf der Decke. Frau Meier-Stoll, wissen Sie, wo Herr Meier sich aufhält? Kenn ich nicht. Können Sie sich vorstellen, bei der Suche zu helfen? Ja, wenn was drin wäre. Wenn ich davon profitieren könnte. Denken Sie, wir schaffen es, ihn zu finden? Ich hoffe nicht. Ihr habt keine große Hoffnung. Oh, mit Geduld schon. Viele Schüler sagen ja immer, Naturwissenschaften wie Erdkunde wären nicht witzig. Was sagen Sie dazu? Erdkunde ist keine Naturwissenschaft. Was macht Herr Meier den ganzen Tag? Weiß ich nicht, aber wusstet ihr schon, dass bei Toluol und bei überhaupt Aromaten die Luft... ...system gibt, also man kann nicht mit der Doppelbindung, sondern ganz viele Elektronen hat Elektronen, da kann ich ein ankündiges System und kann richtig festen Aufpassort. Wenn das Doppelbindung immer wäre. Was ist das Erste, was Ihnen in den Sinn kommt, wenn Sie an Herrn Meier denken? Ruhe, Entspannung, sich wohlfühlen. Die Befragung der Lehrer hat uns nicht weitergebracht. Niemand konnte uns sagen, wo er ist. Deswegen haben wir weitergefragt, aber diesmal allgemein nur sagen, ja, wo könnte er sein? Wir wollten ein Bild von Herrn Meier bekommen. Wie er denn ist, was für ein Mensch er ist, was er tut. Haben Sie eine Idee, wo Herr Meier sein könnte? Oder mit ja, Herr Meier, EY oder AI, kenne ich nicht. Ach doch, das ist die Dicke. Ist das die Dicke? Ist mir egal. Roboter mit Zen, ist mir egal. Wer soll auch das sein? Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Gleitschirm. Müll raustragen, Spülmaschine anmachen, Spülmaschine leer machen, bügeln, fegen, waschen, saugen, kochen. Trinken. Chillen. Kloputz mache ich gern. Ich mag zum Beispiel nicht so gerne Island. Okay, können Sie sich vorstellen, was Herr Meier in seiner Freizeit macht? Kenn ich nicht. Top 10. Computer zusammenschrauben. Wäsche zusammenlegen. Mit wem verbringt Herr Meier seine Freizeit? Ja, ich denke mal mit seiner Frau. Hübsche Bedienungen. Und Frau Meier eben. Was war das Letzte, was Herr Meier zu Ihnen gesagt hat, bevor er verschwunden ist? Schwierig. Wenn Sie Herr Meier wären, wo wären Sie jetzt? Schlafen. Schichtstufenland, Feldberg, Schwäbische Alb, Schwarzwald. Das ist die Aufzählung des Schreckens. Vielleicht im Nahkampf. Deswegen wollten wir es selbst in die Hand nehmen und sind, da Herr Meier uns beigebracht hat, wie man sich in der Natur zurechtfindet und wie man Spuren liest, selber auf die Suche gegangen.
einen ausgebildeten, wirklich guten Spürhund dabei, der uns bei der Suche half. Also wir gingen in den Wald mit unserem Spürhund, suchten ihn überall, wir gingen den Berg hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter, fanden ihn nicht. Wir suchten immer weiter. In Abflussrohren, zwischen Bäumen, unter Steinen, überall. Wir gingen in den Sumpf, dort fanden wir ihn auch nicht. Wir haben uns abgerackert, aber nie haben wir ihn gefunden. Er war einfach weg. Und wie verlief die Suche im Wald? Wir bildeten trotz schlechter Wetterbedingungen einen extrem kompetenten Suchtrupp. Wir wussten einfach nicht, wo er ist. Wir wussten nicht, wo wir suchen sollten. Wir dachten, vielleicht wurde er entführt. Wir setzten unser Leben aufs Spiel. Es gab Verletzte, jemand fiel von dem Baum, jemand hatte Unterzucker. Eigentlich war es immer dieselbe Person, aber trotzdem. Wir haben ihr immer weiter geholfen. Wir haben sie nicht zurückgelassen. Nach einer endlosen Suche im Wald gaben wir erschöpft auf. Oh mein Gott, mir tun so die Füße weh, ey. Was sollen wir denn jetzt mit dem Abi machen? Jetzt macht Schule auch keinen Spaß mehr. Wir lernen ihn nie. Ja, sagt mal, was ist denn mit euch los? Spinnen wir? Kopien machen hier. Und da war so eine große Schlange, ich krieg hier noch einen Vogel in der Schule.